Hi, ich bin Nico Rosberg, Rennfahrer bei AT&T Williams. Heute drehe ich mit euch eine Runde auf der Grand Prix-Strecke der Türkei. Um es ein wenig interessanter zu machen, tue ich es mit verbundenen Augen. Wir beginnen hier auf der Startzielgeraden. Die erste Kurve ist bereits richtig interessant, weil sie stark abfällt. Man kann sie überhaupt nicht einsehen und muss sie aus dem Gedächtnis fahren. Die nimmt man im dritten Gang. Dann geht's diesen langen, leicht geschwungenen Berg hoch. Die nächste Kurve, die nach unten abfällt, nimmt man im zweiten Gang. Danach kommt man in eine Doppellinkskurve, wieder im dritten Gang. Und dann den Berg komplett runter. In der Kuhle geht's im dritten Gang um eine Kurve, die sich den ganzen Berg raufzieht und sogar leicht konvex ist. Sie lässt sich also prima fahren und geht bis ganz rauf. Und jetzt kommen wir zu einer der spektakulärsten Kurven der Formel 1-Saison. Dieser Kurve mit drei Scheitelpunkten. Unheimlich schnell, etwa 220 km/h. Hier ist es verdammt schwer, die richtige Linie zu treffen. Wenn man die Anfahrt nicht richtig hinbekommt, ist die komplette Kurve im Eimer. Zudem sind wir Fahrer Linkskurven nicht gewöhnt. Sie sind eine extreme Belastung, besonders für den Nacken. Aus dieser Kurve raus geht es dann wieder geradeaus und bergab. Die nächste Kurve liegt voll in der Senke. Man taucht also in den Scheitel ein und fährt gleich wieder bergauf. Das Ganze wiederum im dritten Gang. Weiter auf der langen Geraden mit dem kleinen Knick. Dies ist die längste Gerade der Strecke und man beschleunigt bis auf etwa 320 km/h im siebten Gang. Und dann kommt man in den letzten, ziemlich eng geschlungenen Sektor mit sehr vielen langsamen Kurven. Eigentlich sehr untypisch für die Formel 1, aber trotzdem ein sehr interessanter Abschnitt. Hier eine Haarnadelkurve, dann noch eine, beide im zweiten Gang und zum Schluss, ups, von der Strecke geflogen, noch eine letzte Haarnadelkurve im zweiten Gang. Wieder ist es sehr wichtig, gut herauszukommen, weil man aus dieser Kurve heraus die Runde beendet. Das war's, zurück auf Startziel. Na, das war gar nicht so schlecht, sieht ganz gut aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, eine Runde mit mir um den türkischen Grand Prix-Kurs zu fahren. Drückt dem AT&T Williams-Team die Daumen und bis bald. See you soon.